Jakob, mein Rollerwalter, ist das Christkindl schon gekommen bei dir? Servus, grüß dich, da schau her. Die Christkindlwünsche sind eingetreten. Ja, hast du das gewünscht, oder? Ha? Hast du die gewünscht? Haben wir die gewünscht, aber wir sind jetzt aufs Christkindl gekommen. Die TC Wanderer Aha. und die TS Street Hunter. Zwei total Die schauen ja. schöne, optisch sehr gelungene 45er Motorräder. Also der Klasse L1E. Kann man zu fahren mit dem Autoführerschein oder mit dem AM und natürlich auch mit dem A-Führerschein. Das ist klar, gegen 45 km/h schnell. Schaut also total, wie die optisch ausschaut. Ich habe die total gut gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Machen unheimlich was her und da haben sie richtig was einfallen lassen dabei. Sind mit zwei Akkus und was noch ganz toll ist, sie haben jetzt das Ding geändert. Sie haben geändert, das Ding aufzumachen. Die Klappe. Die geht nicht mehr so, wie es früher gegangen ist, sondern die geht jetzt entspannt so auf. Ach, die ist früher andersrum Die ist aufgegangen. früher so rum Ja, ich aufgegangen, das erinnere war immer ein mich. bisschen. Da ist Platz drinnen noch fürs Ladegerät dazu und. Ach, da hast du ja gleich so eine Waschschüssel dabei. Ja, schau her, da unten ist der Akku drinnen. Guck, guck, guck. Da schau Ja, her. da hast du ja gleich zwei drin. Und ganz entspannt, und ist, man kann es auch noch was mitnehmen im Gegensatz zu normalen TC. Da, wo eigentlich die Tiefe nicht genutzt wurde, haben wir hier eigentlich ganz gut genutzt. Ach, da sind also Knöpfe, wo man Da kannst du den Akku Kraft unten drüber. abfragen. Da. Aber das sieht man ja am Das siehst Display am auch. Display, Gell? das schaltet man gleich, dann sieht man das auch. Und dann geht das wieder ganz schön rein. Und was sie noch gemacht haben, was auch ganz gut ist, die Außenladebuchse haben sie jetzt von ihrem komischen Gummizeug weggemacht auf eine Klappe. Das ist kein so ein Gefrickle mehr, bis du wieder zubringst, sondern du machst zu und es ist zu. Ah ja, stimmt, stimmt. Du Das war siehst ja bei es. der TC ein Gefrickel vom Herrn. Ich bin ja so der Gewohnheitsmensch, ich gewöhne mich ja an so Sachen und mir fällt es dann gar nicht mehr auf. Erst wenn es dann verbessert wird, merke ich, mei, war das lästig. Also das war wirklich fad, ja, Und genau. da natürlich wie immer Halt, Keyless. Moment. Kiles. Da ist das da. Super. Da steht alles da, was brauchst du. Da hast du die beiden Akkus da in der Anzeige. 19 Grad hast du da herin, das Drinnen. heißt, du tust also wirklich. Arbeiten. Ich habe, du siehst ja, ich bin im Jobball daher. Naja, es ist nicht lustig, aber wir versuchen doch auch Energie zu sparen, wo es geht. So ist Ja, es, ja. ich habe mir auch noch ein paar warme Pullover gekauft, weil sonst hält es das da ja nicht Genau. aus. Ne? Das ist ja, sage ich mal, jetzt eine Weiterentwicklung oder ein neues Modell aus der TC-Serie. Hat ein bisschen mehr Akkuleistung, hat zwei Akkus drin mit 60 Volt 220 Ampere-Stunden anstatt der normalen TC mit 60 Volt 30 Ampere-Stunden. Also sehr hübsch. Sehr hübsch das Teilchen, ja, kann man so sagen. Also man muss ja aber auch sagen, schaut also fast Also schaut, größer aus, als was er dann tatsächlich genau, kann, so ist es. gell? Also schaut richtig groß aus, ist aber heute halt noch, naja, weiß auch nicht, in den Kinderschuhen, sage ich jetzt einmal. Also, Wieso in den Kinderschuhen? Weil es nicht so schnell geht. genau, erstens das und mehr Schein als sein. Ja, Du ja. meinst, da kommt ein Riesending daher und dann fährst du mit 45, Naja, aber schneller braucht man ja in der Stadt gar in der nicht. Stadt brauchst Das du reicht schneller ja fahren, ja. komplett aus. Und dann haben wir hier Ui, den. was hat er da? Der hat er gleich so ein. Was ist denn Das ist der das? Streeter, das ist der Spoiler, Ein damit es bei den Spoiler! 45 nicht abhebt. Wie es früher bei den Mantas war, gell? Da Ja, haben sie so. ja auch alle einen Spoiler Ja, und hinten ein drauf gehabt. Fuchsschwanzer. Ein Fuchsschwanz müsste man noch hinmachen. Dann Die hätten wir es. Zeiten, glaube ich, sind wirklich Die sind vorbei. durch. Schaut Ja. innen drin genauso aus. Super Soko Electric. Nein, Genau. also ich weiß jetzt gar nicht, welche mir besser gefällt. Totale Geschmackssache, aber du siehst schon mal, allein von der Sitzposition her ist sehr unterschiedlich. Da ist für den Sozius ein bisschen weniger Platz, da ist ein bisschen mehr Platz dort. Ja, ich würde fast sagen, das ist jetzt eher so die bequemere Variante, Genau, das das ist ist die die sportlichere sportlichere. Ja. Variante. Deswegen auch der Spoiler. Genau so ist es. Ja. Und innen drin schaut es genauso aus wie die andere. Ja? Haben auch die zwei Akkus drin. Aber du kannst ihn auch mit einem Akku nehmen, Du kannst oder? auch mit einem Akku, na, Oder? kannst auch mit einem Akku kannst du auch kaufen, genau. Und kannst auch mit einem Akku fahren. Ja, das ist ja eigentlich, wenn ich mir das Display jetzt anschaue, der Nachfolger dann von der TSX, TSX, nicht genau. Nachfolger, sondern parallel zur TSX, weil die gibt es auch weiter noch, die TSX. Da hast du die gleiche. Du hast auch die beiden Akkus da. Also ansonsten. Muss man da umstecken oder laden? Nein, die brauchst nichts umstecken, die laden parallel. Das ist ganz entspannt. Und was auch neu ist jetzt, Sie haben jetzt hier auch einen USB-Anschluss da. Ah, ja, genau. Ja. Weil das brauchen wir ja gar Beide. nicht.
Also die Street Hunter und die Wanderer. Beide haben einen USB-Anschluss. Mach doch mal Blinker an, bitte. Ja, machen wir da an. Da schauen wir her. Blinker-Freak hier. Da. Ah. Schon hast du das an hier. Also ich muss sagen, sie machen wirklich was her. Optisch kannst du nicht sagen. Man sitzt auch sehr gut drauf. Was ist da noch verbessert worden zu den Vorgängermodellen? Ja, die Leistung ist ein bisschen mehr geworden. Ja. Von 3 kW maximal auf 3,3 kW. Und die Akkugröße ist um 2 Ampere-Stunden gestiegen. Mhm. Also aber nur bei denen da. Also die TC und die TSX haben von den Daten her, was Akku angeht, das gleiche. Die bleiben weiterhin bei 30 Ampere-Stunden. Also das war doch ein Weihnachtsgeschenk, oder? Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ich darf mich schon freuen, wenn ich den unter dem Christbaum hätte. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber neben dem Christbaum. Oder neben dem Christbaum ist schwierig, ja. Von den Preisen? Kannst du uns da was sagen? 4,999 ja. Mit 2 Akkus mhm. und 3,999 mit einem Akku. Also da muss man dann schon ganz ein Braver oder Bravi sein, gell? So wie ich halt, nicht? Ja, ja. Ja, nicht, nicht relativieren, sondern ja sagen einfach. Okay. Ne? Also. Ich sag jetzt nichts dazu. Aber Bravi ist ja auch langweilig, sag ich einmal. Ja. Ja, so gefällt mir ganz gut. Lieferzeiten? So relativ schnell verfügbar, innerhalb von 10, 14 Tagen. Ach so. Sind sie da. Okay. Also die zwei sind niedelnagelneu, neu, mhm. aber wenn noch ein paar mehr, nur glauben sie müssen neben dem Christbaum sowas hinstellen, können wir sie schon noch bedienen vor Weihnachten, wenn sie ein bisschen zeitnah in die Puschen kommen. Naja gut, bis Weihnachten ist jetzt nicht mehr ganz so lange, ist nicht mehr lang das werden wir nicht mehr genau. schaffen. Ja. Aber was wir vielleicht auch noch dazu sagen sollten, Januar bitte schön. Januar. Also zwischen die Feiertage waren wir da. Da kann es jederzeit auch kommen, noch genau. bestellen, das Weihnachtsgeld verbraten. Aber vom 1. Januar bis zum 31. Januar ist unser Laden, unsere Werkstatt geschlossen. Und da machen wir unseren Jahresmüller. Mitten im Winter halt, wo andere im Sommer machen, die machen wir im Winter. Ja. Da ist auch keiner da und. Ja, dann wünsche ich euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Wenn wir uns, wenn kein, sagt man immer so schön, gell, wenn wir uns nicht mehr sehen. Das ist immer so der Standardspruch. Genau. Dürft ihr gern vorbeikommen. Wie gesagt, zwischen den Feiertagen sind wir auch gern noch da. Ja, dann hoffen wir mal auf ein friedliches Weihnachten und bis bald dann, oder? Also ich hoffe auch, wir sehen uns noch. Wir sehen uns noch den einen oder anderen. Und auch für alle frohe Weihnachten. Erholsame Feiertag, einen guten Rutsch ins neue Jahr und der mal gesund bleibt, dass wir uns in 2023 wieder wohlbehalten sehen. Servus, pfiat euch. Servus miteinander.